Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes, dem schweren Treueheldenkampf von November, Anfang November, von Celica und Arm. Celica, legen wir los. Mit dir an meiner Seite sind wir unbesiegbar. Arm, tu nichts Unüberlegtes. Wir dürfen nicht unachtsam werden. Ja, wenig Zeit, um das gerade ganz kurz nachzusprechen. Wie gesagt, die Folge ist von... Also die Aufnahme von November, wir haben es jetzt kurz vor April. Das Ding ist also schön lange hier liegen geblieben. Naja, ich bin in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, eigentlich die letzten Monate, nicht sonderlich motiviert gewesen, irgendwelche Folgen nachzuvertonen. Es gab mal eine Zeit, da war das eigentlich immer relativ chillig, aber irgendwie hat sich das für mich so... Ich weiß nicht, es hat sich einfach verändert. Wundert euch nicht unbedingt über das Team. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach keine Magier und ich dachte mir, Magier finde ich für das Ganze hier noch mit am besten, weil ich glaube, die Rest der Gegner nicht unbedingt so krass war, außer jetzt eben bei Celica, die nicht sofort down geht. Und ich weiß gar nicht, ob ich Leo schon mal wann anders mehr benutzt hätte. Ich glaube nicht. Naja, jetzt aber hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich alles, was ich noch rumliegen habe, nachvertone und das mache ich jetzt auch. Muss ich einfach echt wie so ein Pflaster machen, direkt abziehen. Fertig, kurzer Schmerz, aber dann ist es hinter mich gebracht. In dem Fall eben einfach hinsetzen, einfach die Aufnahme an, einfach drüber labern und fertig. Ist eigentlich auch immer voll blöd, weil ich, ja, im Nachton noch mehr Arbeit habe mit der Folge. Aber ja, in den Fällen, in denen ich das so aufnehme, ist es meistens so, dass ich einfach keine Zeit mehr hatte, das, also mein Aufnahmeequip aufzubauen. Ich habe ja kein Arbeitszimmer, das muss alles immer irgendwie so dann zurecht fertig gemacht werden. Und ja, wenn es zeitlich nicht passt, dann mache ich das zumindest für die Aufnahme immer so. Okay, 2 Minuten ist echt ziemlich knapp. Ich muss mich auch schon wieder verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Kyoko.